Willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Warum dieses Video? Ja, das erkläre ich dir gleich. Betrifft es darum, dass ich gestern einen Livestream gemacht habe, wo ich darüber geredet habe, warum ich und Andrew oder so auf dem Server von Schaxen, sein Community-Server, gebannt wurde. Und dass ich das sehr unfair finde, was da passiert ist. Gut. Schaxen war in der Lage oder so freundlich, auf Twitter darauf zu antworten. Und zwar zum jetzigen Zeitpunkt von 14 Stunden ein halbes Statement. Schön, dass es nur ein halbes ist. Da frage ich mich, wo der Rest ist. Wenn es ein ganzes werden sollte. So. Meine erste und letzte Äußerung dazu. Bla 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 bla. Naja. Ich behalte mir rechtliche Schritte vor, werden weitere Falschaussagen verbreitet. Okay. Ich möchte gerne wissen, in welchem Sinne wir Falschaussagen verbreitet haben, die meiner Meinung nach keine Falschaussagen waren. Gut, wir werden den Screenshot bzw. das Bild mal öffnen und werden dann mal sehen, inwiefern wir Falschaussagen verbreitet haben. Normalerweise würde ich mich zu so einem Kindergarten nicht äußern, da die Personen jedoch gleich mehrere Falschaussagen getätigt haben, habe ich mich dazu entschlossen, mich zu äußern. Nett von dir. Sehr nett. Hier die Liste einer der Falschaussagen. Oh, so lang ist sie? Na, dann werden wir mal auf die neuen Punkte eingehen. Ich habe nie behauptet, dass Andrew unseriöse Links gepostet, sondern lediglich nur erwähnt, dass die IP ähnlich sind. Dies wurde sogar mehrfach versucht, trotzdem mitzuteilen. Von mir, Jackie und Eddie, gut, wer auch immer ist. Jedoch war es ihnen egal, beziehungsweise allen Personen im Video. Nein. Es war uns nicht egal und es wurde definitiv die Aussage getroffen, dass Andrew oder so sagen soll, mit wie viel Accounts er auf diesem Server spielt. Dementsprechend die Aussage zu einer Person hinzugehen und zu sagen, mit wie viel Account spielst du hier, sei ehrlich. Und so wurde es geschrieben. Ist eine falsche Verdächtigung. Eine falsche Verdächtigung, die strafbar ist nach dem Gesetzbuch in Deutschland. Erst recht, wenn man keine Beweise dafür hat. Eine IP-Adresse, die ähnlich ist, beweist gerade einmal, damit derjenige, der die unseriösen Links gepostet hat, beim selben Provider ist wie ich bzw. wie Andrew. Wenn er mal in seinen Serverlogs nachgeguckt hätte, dann hätte er festgestellt, dass ich und Andrew dieselbe IP besitzen. Das heißt, zwei Leute spielen mit einem und derselben IP. Da interessiert es auch nicht, ob die Server-IP oder die IP des anderen Users ähnlich ist. Wie gesagt, es beweist nur, dass sie beim selben Anbieter sind, weil jeder Anbieter seinen eigenen Block hat. Das heißt, 1 und 1 hat dieselben IP-Block, O2 hat denselben IP-Block, Telekom hat denselben IP-Block, und so weiter und so fort. Das heißt, es sind drei Leute bei O2, dann haben die ähnliche IPs. Sind drei Leute oder fünf Leute bei 1&1, dann haben die selber ähnliche IPs. Ja, da stimmt der Anfang, aber das Ende nicht. Deshalb kann man trotzdem nicht davon ausgehen, dass diese Person damit was zu tun hat.
So, dementsprechend gab es falsche Verdächtigung und nicht anderes. So sieht es so richtig aus. Und dementsprechend wurde ich aber auch nicht von drei Leuten auch angesprochen, sondern nur von Sachsen. Gut, die Admins in der Hinsicht halten zusammen, von mir aus, aber ich wurde nur von einer Person auch angesprochen. Ich habe Hot Win mehrfach aufgefordert, die Falschaussage zu unterlassen. Er tat dieses allerdings weiter. Serverlogs liegen vor. Ja, natürlich. Und ich habe das auch gerade eben wiederholt. Wenn man jemanden beschuldigt und wenn er Vater wäre, dann würde er es auch tun, sein Kind in Schutz nehmen, wenn definitiv klar ist, dass sein Kind es nicht war. Ich habe auch keine Falschaussage gemacht, sondern ihn lediglich darauf hingewiesen, dass Andrew damit nichts zu tun hat. So, dann wären wir bei drittens. Der User, der die unsere News gepostet hat, hat nicht, wie behauptet, wirklich eine Stunde Bann bekommen, sondern selbstverständlich Permaban. Ehrlich gesagt, es ist mir so schnuppe, was für ein Bann der bekommen hat. Ja. Und das hat mit dem Fall auch nicht, in der Hinsicht nichts zu tun, ob der nun eine Stunde Bann bekommen hat, 30 Sekunden Bann oder Permaban. Fakt ist, ja, wir haben damit nichts zu tun gehabt. So. Unser Admin-Team liegt nicht ein Fall vor, in dem auf unserem Server irgendwelche Art von Schutzgelderpressung lief. Entschuldige, Schachsen, ich weiß nicht, ob du vielleicht zum Arzt gehen solltest, aber du wurdest angeschrieben von Himmelauge, als diese Aktion auf dem Server war. Du warst derjenige, der erst gesagt hat, wir sollen das unter uns klären. Ja, alles klar. Also ich weiß nicht, warum da kein Fall vorliegt. Du hast den rein theoretisch gesehen selbst bearbeitet, diesen Fall. Gut, aber gut, in deinen Augen liegt dann da kein Fall vor. Man kann natürlich auch alles unter den Tisch fallen lassen. So, der Admin Flo bla bla hat nicht jede Menge Mist während des Gesundes erwähnt, sondern lediglich einen Satz geschrieben, worauf er direkt von mir gebeten wurde, sich dort rauszuhalten. Ich weiß nicht, warum sich 20.000 Leute überhaupt einmischen müssen. Fakt ist, wenn ein Admin was klärt, sollten andere Admins sich raushalten. Hat aber ehrlich gesagt gerade mit dem Thema auch nichts zu tun, dass wir zu Unrecht von dir gebannt wurden, von diesem Server. Dass wir zu Unrecht beschuldigt wurden, in der Hinsicht, dass eine falsche Verleugnung im Raum steht. Die besagten User haben versucht, in einem externen Streamchat zu provozieren, klären, dass man dort nicht so etwas klären sollte. Auch müsste der dortige Mod-Person der Gruppe nach Beleidigung, möchte ich jetzt nicht sagen, etc. ebenfalls vom Channel bannen. Gut, es wurde mir gesagt, dass man es dort nicht klärt. Aber ich muss dir sagen, Schatten, du warst in dem Stream anwesend. Du bist derjenige, der mich vom Server ausgeschlossen hat, gebannt hat. Du bist derjenige, der mich von deinem Kanal gebannt hat. ich könnte jetzt mal netterweise drauf gehen. Ich bin gerade mal auf der Schnelle finde. Gestern war ich noch gebannt, heute werde ich bestimmt auch noch gebannt sein. Dementsprechend hatte ich gar keine Möglichkeit, oh, auf einmal bin ich nicht mehr gebannt. Wow. Dementsprechend hatte ich gar keine Möglichkeit, dich anzuschreiben und eine Möglichkeit, ein klärendes Gespräch zu haben.
wie sollte ich dann sonst an dich herantreten? Des Weiteren, dass da ein Mod Personen der Gruppe nach Beleidigung vom Channel gebannt hat, betrifft einer hinsichtlich falschen Aussage, dass derjenige, der Beleidigung Äußerung geschrieben hat, nicht von uns kam. Weder von mir, noch von Himmel aus Auge, noch von Endro oder so. Und ich möchte gern wissen, wie man davon ausgehen kann, dass diese Aussagen von einem von uns dreien getroffen wurden. Also dementsprechend, wir haben haften weder für unsere Community noch für die Community von Shaki Yoyo, wenn ich es auch nicht richtig ausgesprochen habe. Also wer da Beleidigung losgelassen hat, ist mir ehrlich gesagt auch Schnuppe, es war keiner von uns und wir haften auch nicht für irgendwelche User. Dementsprechend frage ich mich auch, was das damit zu tun hat. So, ist der Minecraft-Grundstück-Abriss nur provokativ getätigt worden? Joshua hatte lediglich die nötige Zeit. Wenn ich Minecraft streame, ne, dann habe ich nicht die nötige Zeit, irgendwelche Grundstücke abzureißen, sondern kümmere mich um meinen Stream und kümmere mich darum, dass ich meinen Aufbau oder sonstiges da mache, aber gehe nicht Stream hin und stell die Leute praktisch gesehen noch öffentlich bloß, indem ich diese Grundstücke abreiße. Und die Äußerungen, die da gekommen sind, im Stream, als es auch darum ging, dass Andrews Grundstück abgerissen wird, wo er dann gesagt hat, nee, das macht er nicht, weil er hat ja keinen Bock darauf, finde ich ehrlich gesagt eine Frechheit. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, warum man sowas macht, aber vielleicht muss man ein bisschen die Macht spielen lassen, ne? So, ich bin Admin, ich kann das und ich zeige euch im Stream, wie das geht. Und dass ich es kann. Aber ist mir ehrlich gesagt egal, ob ihr das Grundstück abreißt oder nicht. Es ist Minecraft, es ist ein Kinderspiel, rein theoretisch gesehen. Ein Blockspiel. Ja. Das, was ihr innerhalb von 10 Sekunden abreißt, baue ich in 5 Sekunden wieder auf woanders. Und glaubt mir, es gibt 10.000 andere Minecraft-Server, wo ich streamen kann. Und Endo oder so. In dem Fall auch. So, Streamer müssen sich bei uns bewerben, um streamen zu dürfen. Ist ebenfalls falsch. Jegliche Personen, die den Stream-Rang haben, müssen sich bewerben. Ich wollte nie einen Stream-Rang haben. Und Streamer müssen sich bewerben, hat auch keiner gesagt. Ne? Du hast Verpflichtung, man solle dich abonnieren und man kommt dann auf den Server. Wundervoll. Aber es spielen ja nicht nur deine Community darauf, sondern auch Community von anderen Streamern. In dem Fall. Die das vielleicht genauso machen und sagen, hey, ihr müsst ihn abonnieren, dann kommt ihr auf den Server und kriegt die IP. So läuft das System. Damit kriegst du Spieler. Gut. Dementsprechend, ich meine, bis jetzt habe ich noch nicht eine wirkliche Falschaussage gefunden von uns. Wir waren nicht bereit für ein Gespräch. Nein, wart ihr nicht. Weil, wenn man Leute überall blockt und überall sagt, hey, du kommst nicht an mir ran, ich habe keinen Bock darauf, ja, dann seid ihr nicht bereit für ein Gespräch. Es ist bekannt, dass der Discord für Support da ist und nicht Streams anderer Leute. Wer hat gesagt, dass wir auf euren Discord streamen wollen? Ich habe meinen eigenen Discord. Andere Leute haben auch ihren eigenen Discord. Was wollten wir? Wir wollten mit dir auf TS, beziehungsweise Himmel wollte mit dir auf TS sprechen. Dazu warst du nicht bereit. Dafür hattest du keine Zeit und keine Lust. Und wie gesagt, wir haben es nicht nötig, auf deinen Discord zu streamen.
Wozu auch? Was ist richtig? Oh, es gibt auch noch Punkte, die richtig sind. Wow. Ja, ich habe Andrew ebenfalls vom Spiel gebannt, da unser Team nicht kontrollieren kann, ob der gebannte Hot Game am PC sitzt oder nicht. Sein Sohn. Entschuldigt bitte, aber soll ich mich darüber jetzt wirklich mal totlachen? Ich hab's nicht nötig, auf euren Server rumzulungern, wenn ihr mich bannt. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht Werbung für andere Seiten machen, aber es gibt definitiv tollere Server als eurer. Ja. Leute, Server, die gebacken kriegen, Lags und sonstiges zu beseitigen. Server, wo die Regeln vorher gelesen werden, bevor die Spieler draufkommen. Also, tut mir leid. Nachdem ich gebannt wurde, hatte ich auch nie Bock, weiterhin auf eurem Server zu spielen. Also, ist mir Schnuppe. Aber schön zu wissen, dass bei euch Kinder für die Eltern haften. Baut der Vater Scheiße, wird das Kind gebannt. Läuft bei euch auf jeden Fall. Ja, ich habe Himmelauge für eine Stunde gebannt, damit die Stimmung nicht weiter hochkocht. Ja, schön, wenn du Himmel für eine Stunde gebannt hast. Ein klärendes Gespräch wäre sinnvoller gewesen. Leute zu bannen und zu sagen, hey, ich habe keinen Bock, um mit dir zu reden, ist nicht die Lösung. Auch wenn es anscheinend für dich ist. So, Schlusswort. Da auf verschiedenen Wegen üble Nachrede, Rufschädigung betrieben, gegen mich und mein Team betrieben wird, halten wir uns rechtliche Schritte vor. Alles klar. So, und jetzt möchte ich gern wissen, wo ist diese Rufschädigung? Was du mit diesem Artikel getan hast, ist, einen Ruf von anderen zu zerstören. Nicht wir von dir. Wir haben keine Vorwürfe gemacht. Wir haben dir sogar gesagt, du hast Fehler gemacht, die könnte man beheben. Aber nein, du wirfst uns jetzt Rufschädigung vor. In dem Sinne sage ich nur, es ist keine Rufschädigung gegeben. Fakt ist, da kommen wir wieder auf Punkt 1, du warst derjenige, der andere Leute beschuldigt hat, weil die IP ähnlich ist. Das heißt, momentan bist du derjenige, der Rufschädigung macht, beziehungsweise Leuten vorwirft, dies getan zu haben. Das heißt, nicht einer deiner Punkte, die angeblich Rufschädigung sein sollen, wären hiermit bewiesen. Er ist das hier, nehmen wir nochmal rauf, die Leute sogar noch zu markieren, Rufschädigung, weil es ist dementsprechend auf meinem Profil zu sehen. Meine User kriegen das zu lesen, was du schreibst. Und das ist Rufschädigung. Nichts anderes. So, und jetzt kommt meine Antwort dazu. Im Gegensatz zu dir anscheinend, sollte ich dir vielleicht sagen, übrigens, bevor du wieder anfängst, andere Leute anzugreifen, das ist meine Meinung. Nicht die Meinung anderer. Und mich hat auch keiner zu beeinflusst. Ja. Also, bitte halte andere Menschen aus diesem Video raus. Ja. Übrigens möchte ich dir damit mitteilen, dass solltest du weiterhin solche Sachen verbreiten, werde auch ich mir rechtliche Schritte vorbehalten. Weil dann gibt es Post vom Anwalt. Bin ich ganz ehrlich. Weil das, was du hier betreibst, ist Rufmord. Ja. Und zwar nicht nur gegen, in dem Fall, Hot Game, sondern gegen meine Firma. Und ich finde das nicht lustig. Logischerweise. Deshalb kannst du vernünftig darauf antworten oder es lassen. Ja. Und damit beende ich dieses Video und sage nur, bye bye, ciao ciao, ich bin Rahus.